Der Schock über den Tod von Moderator Jan Hahn sitzt tief. Jan Hahn, der Deutschland bei Sat.1 und die letzten Jahre bei RTL morgens zum Start in den Tag begleitet hat, stirbt mit nur 47 Jahren nach kurzer und schwerer Krebserkrankung. Familie, Freunde, Fans und Kollegen trauern um den beliebten Moderator. Marlene Lufen, seine ehemalige Kollegin vom Sat.1 Frühstücksfernsehen, nimmt nun mit einer sehr emotionalen Botschaft Abschied. Es fällt mir extrem schwer, in Worte zu fassen, was das gerade bedeutet für uns alle, für uns als Kollegen, was seine Familie gerade durchmacht, was sie durchgemacht hat. Es ist einfach wahnsinnig traurig, muss man sagen. Und mir persönlich hat Jan Hahn, unser Jan, mein Kollege Jan, mein Freund Jan, mein Seelenverwandter Jan, einfach sehr viel bedeutet. Und ihn so leiden zu sehen, war extrem schwer. Und ich habe manchmal gedacht, wie schafft er das? Also wie, woher holt er die Kraft? Woher holen Menschen die Kraft, die mit so einer Diagnose umgehen müssen? Und ich habe ihn sehr bewundert für die Kraft, das durchzuhalten und am Ende wirklich tapfer auszuhalten. Es ist so traurig für uns alle. Und mir fehlen eigentlich die Worte, muss ich gestehen. Für mich persönlich war es so, dass Jan mein Partner war, mein Moderationspartner, der auch mir irgendwie gezeigt hat, wie es geht, ja, wie es auch geht. Also es geht nicht nur geradlinig und regelkonform, sondern der hat alle Grenzen gesprengt und deswegen Morningshow auch irgendwie auf ein neues Level gehoben. Das ist eigentlich sein größter Verdienst. Wir würden alle nicht die Sendung machen, die wir jetzt machen, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und das möchte ich gerne eigentlich, dass das so das nochmal gewürdigt wird, ja. Jan war nicht immer ein einfacher Charakter, aber er hat Sachen anders gemacht und Grenzen gesprengt und Dinge ausprobiert, war so talentiert auf sehr, sehr vielen Ebenen, wahnsinnig musikalisch, wahnsinnig poetisch, sehr, sehr, sehr kreativ und poetisch. Und mir reißt es wirklich. Also mir reißt es einfach gerade das Herz aus dem Leib und ich kann mir nur vorstellen, dass es seinen allerengsten Familienangehörigen natürlich noch viel schlimmer geht. Und ich wünsche mir, dass wir ihn nicht vergessen und dass wir einfach ganz oft Sachen angucken, die er gemacht hat, worüber wir so lachen mussten. Ich schaue mir gerne meine Fotos oder die Videos, die wir gemeinsam gemacht haben, an im Fernsehen und auch privat. Und er war ein irrer Typ. Und ich habe den sehr geliebt. So schwer das ist jetzt, irgendwelche Worte zu finden und ins Handy zu sprechen, aber ich möchte das gerne. Ich möchte das gerne, weil ich möchte, dass Menschen wissen, wie toll der war. Also Jan war einfach ein Typ, den es kein zweites Mal gab. Und es haben Sachen einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht mit ihm, ja. Es hat das Moderieren Spaß gemacht. Es hat, wenn wir irgendwelche Reportagen gemacht haben, es war einfach toll. Es hat einfach so viel Freude bereitet. Und neben dem ganzen Witzigen, was er konnte und seinem Talent, war er, und das möchte ich eigentlich gerne nochmal betonen, er war ein irre sensibler Mensch, ein sehr sinnlicher Mensch im Sinne von, dass er wirklich ganz tiefgründig war, sich Gedanken gemacht hat um das Zusammenleben, um andere Menschen. Hat es nicht immer leicht gehabt in seinem Leben, musste relativ viele Dinge auch in seinem Leben verkraften, aber daraus ist ein sehr, sehr kreativer, sehr besonderer Mensch geworden mit wahnsinnig vielen Talenten. Und ich
bin unendlich traurig, unendlich traurig. Aber ich bin eben auch wirklich dankbar, dass ich mit diesem Mann arbeiten durfte, dass er mein Moderationspartner war, dass ich mich an seiner Seite auch entwickeln konnte zu der Person, die ich geworden bin. Da hat er überall den Verdienst dran und ich trauere einfach sehr, sehr doll mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit uns, unserem Team vom Frühstücksfernsehen, mit den Kollegen von RTL, die genauso traurig sind, mit seinen Freunden. Wir sind einfach in der Trauer jetzt vereint und ich möchte, dass wir Jan Hahn in ganz toller Erinnerung behalten.